Peter, leider verloren, eine nicht so gute erste Halbzeit, aber eine sehr gute zweite Halbzeit. Was nimmt man mit aus so einer Partie? Nicht so gute erste Halbzeit ist untertrieben. Aber nicht, oder kaum etwas von dem zu sehen, was wir uns vorgenommen haben, das muss man ganz einfach so sagen. Wir haben zweite Halbzeit dann, also wir haben Personal gewechselt, die Spielidee ist im Grunde gleich geblieben. Wir haben viel auch mit Dreieraufbau über Matze dann gespielt. Aber wir haben diese gefährlichen Bereiche ganz einfach angelaufen und angespielt. Nicht? Und haben uns das zugetraut. Da war viel mehr Bewegung drinnen. Wenig überraschend für mich ist, dass du dann Belgrad auch vor Probleme stellen kannst. Das war klar, wenn du sie spielen lässt, ist eine technisch feine Truppe, ausgefuchst, hat dann auch Schnelligkeit. Wenn du sie aber defensiv beschäftigst, dann haben sie keine Lust, dann haben sie Probleme. Das haben wir dann gesehen. Und dann kannst du das Spiel halt nicht mehr drehen, weil du auch ein bisschen Pech hast. Aber es ist jetzt, man muss ja aufpassen, weil ich weiß schon, was für eine Serie wir haben. Aber trotzdem, ich muss sagen, die zweite Halbzeit war gefühlt das Beste, was ich seit Monaten gesehen habe von uns. Auch in einer Phase, wo wir im Frühjahr Richtung Euroleague-Plätze gespielt haben. So eine Halbzeit, die hat Spaß gemacht. Und das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Das müssen Sie als Gradmesser haben, dass Sie es können, dass Sie es auch zutrauen, dass es auch mit Risiko verbunden ist, macht nichts. Dass auch Fehler passieren, ist auch kein Problem, aber sie müssen ganz einfach in diese Richtung arbeiten. Ich hoffe, dass es angekommen ist. Morgen werde ich nochmal nachfragen. Ja, ich bin sehr traurig, weil ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit hätte man einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt. Dreimal der Posten, sehr, sehr schade. Das Ding möchte einfach nur nicht rein. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber so wie wir die zweite Halbzeit gespielt haben, glaube ich, war das Beste jetzt von den letzten Spielen. Da müssen wir aufbauen, so müssen wir die Spiele angehen, gleich von der ersten Minute an, nicht erst von der zweiten. Kriegen natürlich ein bitteres Tor. Ich glaube, auf 16, 17 Meter, wo er dann in den Winkel haut, ist natürlich bitter, so ein Spiel wie heute zu verlieren. Ja, wie ich gesagt habe, das wird eine schwierige Aufgabe. Die sind eine gute Mannschaft. Und, ja, aber heute, erste Halbzeit, haben wir nicht gespielt auf unserem Niveau, war ganz schlecht und zweite Halbzeit haben wir alles versucht, war nicht genug dabei, aber ja, müssen wir weiter. Man sagt ja immer so schön, das ist Kopfsache. Haben diese zwei Gesichter nochmal gezeigt, dass es keine Floskel ist? Ja klar, und haben aber natürlich auch gezeigt, dass diese Gruppe, was ich halt so an ihr schätze, ist, dass sie immer wieder aufsteht und immer wieder versucht, das zu reparieren, zu korrigieren, das besser zu machen. Das ist wirklich, also da muss ich sagen, Hut ab vor dieser Courage und vor diesem Charakter, den die Jungs haben. Das ist nicht einfach, so viele Spiele nicht gewonnen zu haben, dann zu Hause wieder 0-1 zurück zu sein, dann so aufzustehen nach einer so einer ersten Halbzeit und so eine zweite abzuliefern. Das passiert da nicht ganz einfach, sondern ist was da. Was man abrufen muss, was man sich jetzt zutrauen muss. Und das ist, ich kann es immer wieder nur da erwähnen, ich kann es immer wieder nur in der Kabine sagen. Sie müssen sich zutrauen. Und dann, wenn sie so weiter tun, dann werden wir auch mal das Glück auf unserer Seite haben.